Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird nicht lange dauern, weil vieles ist vorher schon gesagt worden und ich kann dann darauf auch hier zurückgreifen. Sie kennen alle die gaußsche Normalverteilung, diese Kurve. Da ist also egal oder fast egal, wovon man redet, gibt es diese Verteilung. Wenn man also meinetwegen die Körpergröße eines Mannes nimmt und dann wird das vielleicht angehen mit 1,35 Meter oder was und bei 2,35 Meter enden, das werden die Ausnahmen sein und die große Menge, die große Mehrheit der Männer wird dann so 1,75 Meter, 1,80 Meter so rum sein. Dementsprechend werden auch die Kleider angefertigt, die man dann im Kaufhaus fix und fertig schon kaufen kann. Das ist bei allen Dingen so, das ist auch bei Begabungen so. Und wir haben in unserer Gesellschaft den Fall gehabt, dass noch vor 60 Jahren in dieser Kurve es eine große Mittelmenge gab, die gleichgeschaltet war, mehr oder weniger. Und es gab 1%, die sind aufs Gymnasium gegangen, und 1% in die damals einheitliche Hilfsschule. Das war der damalige Stand. Inzwischen ist das, was ich Ihnen hier vorgetragen habe, entstanden in dem Bereich der Begabungsdefizite. Wir haben also in unserem Land ein vorbildliches Förderschulwesen und das sind so ungefähr, das kann auch abweichen, und das sind ja auch keine, das muss ich dann auch mal feststellen, keine Krankheiten, deshalb ist das nicht genau feststellbar, sind das so ungefähr 5%. Und wenn ich dann sehe, 5% an Kindern, die besondere Förderung bedürfen, weil sie Defizite haben, und dann gibt es sicher auch, sage ich mal, das ist eine willkürliche Zahl, wahrscheinlich so um die 5%, die man besonders fördern könnte, weil sie besondere Begabungen haben. So, diese damalige 1% und dann die große Masse und dann nochmal 1%, die hat sich nur auf den, und das ist auch verallgemeinert, Intellekt bezogen. Das waren also dann die Gymnasiasten und die Hilfsschüler. Aber was wir hier uns vorstellen, das ist eine breite Fächerung der Begabung, so wie es eine breite Fächerung der Defizite oder der Behinderungen gibt, so gibt es auch eine breite Fächerung der Begabung. Das sind natürlich auch die, die der Intelligenz nach begabt sind für Mathematik oder für Literatur, aber auch solche, die künstlerisch begabt sind, Musik oder Sport, sportlich begabt sind, also Sport und viele andere Begabungen, die ich jetzt nicht aufzählen muss. Aber wir sind ein Land, das davon lebt, das von seinen Begabten lebt. Unsere Bodenschätze dürfen wir nicht mehr heben. Wir haben nur noch uns selber, wir haben unseren Kopf und unser Herz. Und es ist also wichtig, meiner Ansicht nach, unserer Ansicht nach, diese begabten Menschen unter uns auch besonders zu fördern. Und da müssen wir auch, wenn wir für die behinderten Kinder sehr viel Geld ausgeben, was ich für richtig halte, dann müssen wir das auch für die Begabten, für unsere begabten Kinder machen. Denn die werden es später sein, die dafür sorgen, dass wir weiterhin auch für unsere Schwachen in der Gesellschaft das Geld ausgeben, was wir jetzt ausgeben können. Das heißt also, das werden die Motoren, Herzen und so weiter unserer künftigen Gesellschaft sein. So, also deshalb dieser Antrag und ich bitte Sie darum, dem zuzustimmen. Dankeschön. Also meine Vorrednerinnen und mein Vorredner haben wortreich das Thema verfehlt. Also zuerst mal habe ich nicht gesagt, dass die internationale Schule zusammen gegründet werden soll mit einer, sage ich jetzt mal, Schule für Begabte, Hochbegabte, wie sie es haben wollen, sondern im Zusammenhang. Das heißt, wenn die Regierung schon mal nachdenkt, dann kann sie auch darüber nachdenken. Und das Zweite ist, wir haben nicht eine Schule deshalb jetzt gefordert in einem Antrag, weil wir denken, dass das Ziel ist, sondern weil wir wissen, dass sie ja schon mit einer Schule überfordert sind. Wie können wir dann vier verlangen? Aber es wird natürlich, ich habe Ihnen ja das Bild gebracht, dass das Förderschulwesen aufgebaut ist und da gibt es ja mehr als eine Schule. Es gibt ja zig Schulen im Saarland und so
haben wir uns das auch mit Schulen für besonders Begabte gedacht. Und natürlich wird man nicht ein Gebäude errichten müssen, Beton bauen müssen, sondern natürlich wird man die Gegebenheiten mitnehmen, die schon da sind. Aber man muss es mal angehen. Und was der Herr Renner gesagt hat zum Beispiel, das zeigt ja, das weist ja auf diesen Schritt hin, den man jetzt endlich machen muss, dass man mal eine Schule gründet, denn beraten, wenn ich jemanden habe, jetzt sage ich mal wieder, der krank ist und berate den nur immer und heile ihn nicht, was ist denn das? Das heißt, wir brauchen nicht ständig Beratung, wir brauchen Erziehung und Beschulung und das ist der Wunsch und das Ziel unseres Antrags, hier mal was Konkretes zu machen, nicht nur ein Sommerzeltlager für Begabte oder sowas. Dankeschön.